Hallo, schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Ja, und ihr seht den Panzer schon. Natürlich heute mal die Maus. Ich glaube, die Maus, ich weiß gar nicht, ob ich, also einmal bestimmt, aber ansonsten sehr, sehr selten. Ja, hier mit der Beschriftung König. Ansonsten natürlich 10er Top-Tier, aber verhältnismäßig wenig 10er, wenig 9er, hauptsächlich 8er im Gefecht und sogar 7er Scouts. Also tendenziell für eine Maus sehr schön und sollte doch den ein oder anderen Damage und auch den ein oder anderen Abpraller provozieren. Also in der Tendenz her glaube ich sehr spannend. Ja, die Maus einfach ein. Also wenn ich bedenke, bis die Japaner eingeführt worden sind, hat man immer gesagt, Alter, die Maus, so ein fettes, schweres Ding. Und plötzlich sind die Japaner da und einfach, jetzt schaut die Maus ganz schön grazil aus. Muss man mal sagen, wie es ist. Also, windschnittig ja schon fast. Und jetzt gucken wir mal, was er hier mit diesem windschnittigen Gefährt, was ja so in Kubinka steht, noch reißen kann. Er schaut gar nicht in die Straße, er schaut einfach mal zurück. Auch cool. Was kommt denn da vorne? Das ist mir egal. Ich schaue einfach zurück. Er gefällt mir von vorne so gut. So, und jetzt da der Tiger. Ja. Schön solide. Eine mitgegeben. Hier drüben eher ein 100, den er da in der Straße hat. Boah, krass ist der. Also der fährt da einfach so raus, das ist ihm egal. Rechts, links, vorne, zurück, total wurscht. Da drüben gibt's Schaden, da muss ich hin. Alles andere ist egal. So. Und der Centurion kriegt auch noch eine mit. Mittlerweile drei Abpraller. So. Gut. Wenn der eine da hinten sich so blöd bewegt, warte ich halt auf den T10 und dann kriegt halt der eine rein. Ist egal. Ja, jetzt hat er das erste Mal einen Schaden und bekommt auch gleich den Fahrer rausgeschossen. Er guckt sich erstmal seinen Panzer an. Hat da jemand einen Kratzer gemacht? Was soll das? Ist ja Turbo dreist. Der T71. Jetzt fährt er so schräg, dass er eigentlich. Also, das ist kurios, wie er fährt. Weil so schräg, wenn er jetzt rausfährt, dann hat er ja das größte Problem eigentlich in der Tendenz mit dem Tiger. Aber, nö, das ist. Der ist ihm gefühlt egal. Den Tiger nimmt er gar nicht für voll. So, schaut mal, wie der zum Tiger steht. Wahnsinn. Der steht aber sowas von kackbreiter in der Straße. So, ja, egal. Ich stehe hier. Wer will was? Ich habe eine Maus. So, jetzt fährt er mal wohl ein bisschen mal weiter vor. Wahnsinn. Guckt euch mal. Und das sind ja auch keine No-Names, die da auf ihn schießen. So ein AMX-30B. Ein Centurion hat schon eine ordentliche Kanone. Jetzt sogar schon mit HE und es kommt, passiert nichts. Wahnsinn einfach. Komm, Indien. Komm. Ja. So, und jetzt muss er sich umdrehen. Es kommt von hinten zwei schnelle Flinke. Aber, nee, egal. Ja, ich nehme doch den Amix. Hat er sich gerade gesagt. Hat ihn auch angezündet. Also es läuft sensationell. Am Ende der Abpraller, sage ich jetzt schon mal, ist es vierstellig, fünfstellig von dem, was er hier abprallt. Und wen wundert's, wenn man das hier so sieht? Ja. Der fährt nochmal durch. So, und jetzt kümmert er sich vielleicht um den CDC auch noch. Ja, jetzt auch nochmal eine mit. 6 zu 9 steht's, also eigentlich kein Ergebnis, mit dem man sich wohlfühlt. Aber wenn ich jetzt in der Maus sitzen würde, würde ich mir auch denken, hey,
Was soll schon passieren? Ich habe die Maus. Also wenn man dieses Replay sieht, dann muss man eigentlich sagen, wenn man als Außenstehender dieses Replay sieht, muss man sagen, Alter, Maus, OP. In dem Spiel hole ich mir nur die Maus, alles andere ist mir total wurscht. Aber ich fand auch so einfach, er hat so eine gefühlte ist mir egal Einstellung. So, jetzt ist der weg. So. Gibst du ihm eine, gebe ich dir eine. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Einzige Problem, ja genau. Ja, wollte gerade sagen, wenn von hinten jemand kommt, aber... Jungs, ihr fahrt hier nicht mehr aus. Was macht ihr denn überhaupt da für ein Heckmeck? Er dreht sich auch nicht rum. Jetzt kann er sich nicht rumdrehen, weil dann hätte er komplett die Seite. Das macht er jetzt schon cleverer, muss man auch sagen, wie es ist. So, jetzt dreht er. Krass. Krass, krass, krass. Also, mir fehlt jegliche Worte dazu. Munitionslager noch hin. Wo ging denn eigentlich gerade der Schuss in den Indian rein? Der war doch gefühlt, hat doch der getroffen. Ganz merkwürdig. So, jetzt kriegt er auch noch... Ja, wenn schon die Gegner einen nicht zerstören, dann warum nicht der eigene? ...36 Hits bisher bekommen. Das ist pervers einfach. So, und jetzt will er das Objekt decken. Die ziehen sich alle zurück. Ja, AMX-30B, der konnte sie nicht zurückziehen. Der hat einfach mal Pech. So, der Typ 62 hat hier den Waffenträger weggemacht. Auto-Aim, Centurion. Und jetzt... haben sie das Objekt weggemacht und jetzt hinter ihnen noch der 50-100. Der dürfte eigentlich das Objekt rausnehmen. Der hat jetzt aber Gott sei Dank das Wrack vom CDC. Aber hey, die Maus kommt schon zur Not. Komm, AMX. Was für eine krasse Runde. Also das ist mein Replay of the Week. Da kann man ganz klar sagen, was man will. Eigentlich hatte ich ursprünglich was anderes vorgesehen gehabt die Woche, aber da hatte ich dieses Video noch nicht gesehen. Das ist mein Replay of the Week. So, und jetzt braucht er nur noch den AMX. Nur noch ist schön gesagt. Wo ist er denn, der AMX? Wo ist er denn hin? Da ist jemand stiften gegangen, habe ich so das Gefühl. Also der AMX kann nur brillieren, indem er die Maus von hinten erreichen würde, aber genauso nicht. Aber das, man sieht schon, der Grundgedanke war da. Jetzt ist der AMX 50-100, will der jetzt echt etwa cappen oder was? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Da ist er schon wieder. So, und er fährt jetzt hier langsam Richtung Cap. Der AMX wird aber da rausfahren, der wird es nicht durchhalten. Das wäre taktisch ganz, ganz unklug. Und jetzt fährt er hier so rein. Auch nicht doof. Da zeigt er mich nicht ganz so viel Seite, sondern kann gut anwinkeln. So, und da ist er. Jetzt fängt er sich den ersten. Das war jetzt von der Munitionswahl eher fragwürdig. Hätte ich jetzt normal geschossen. So, AMX
Haut jetzt mal wieder ab. So, man kann natürlich jetzt mit der Maus nicht chasen. Das ist das einzige Thema. Der AMX könnte jetzt für sich auf dem Unentschieden spielen, indem er einfach sagt, okay, ich fahre zu meinem eigenen Cap, lass es gut sein. Aber die Maus wiederum hat jetzt eigentlich nicht die Chance, großartig da den gegnerischen Cap zu fahren, weil sobald der gefühlt auf halber Strecke ist, kann der AMX schon sich wieder in seinen Cap reinstellen. Also, das ist jetzt so ein bisschen schade, dass er so einen Gegner hat, der so ein bisschen flinker ist als er. Sonst hätte er das ja ganz easy haben können. Und schreibt auch, can't do anything. Also wenn ich übrigens den Schaden, den er gemacht hat am Ende der Runde, den Schaden, den er geblockt hat und den unterstützten Schaden zusammenrechne, ist das eine 20.000er Runde. Also das ist einfach nur krass. So, er stellt jetzt hier mal erstmal mittig rein, dass er gefühlt die ganze Karte überblicken kann. Lang wird es nicht mehr dauern, kann ich euch schon verraten. Also jetzt, wir gehen hier in den Endspurt. Aber natürlich, der 5 Sekunden denkt sich auch eine Maus, die kriegt man schon irgendwie raus. Aber nicht so einfach. Da ist er, der, ach Gott, nein, da war der AMX 5 Sekunden. Und, ah ja, er schreibt, er hat mich gar nicht gespottet. Das ist ja lustig. Er spottet den AMX, aber die dicke Maus, die bleibt ungespottet. So, und dementsprechend weiß der AMX 5-Sekunden nicht, dass er wiederum weiß, dass er jetzt Richtung Cap fährt. Und da fährt er jetzt gerade hin. Der Centurion fragt auch schon, wo ist er denn überhaupt? So, und da ist er. Und jetzt ist das Schauspiel beendet. Er hat die Runde sensationell gewonnen. Also bis auf den Krieger, der ihn verwehrt blieb oder mehr Kills, muss man sagen, das war eine sensationell geile Runde. Hat mir saumäßig Spaß gemacht. Und wie gesagt, allein schon nur wegen dem geblockten Schaden, mein Replay of the Week. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß. Euer Alcaramba.